Servus! Was würden Sie denn gern bestellen? Ja, hallo, einmal bitte diese frittierte Suppe. Frittatensuppe, oder? Dumme Frage, was genau sind Frittaten? Dies mit Palatschinken. Also Suppe mit Schinken? Na, das ist kein Schinken. Das ist ein Palatschinken. Egal, ich nehme das Wiener Schnitzel. Ja, passt. Und zum Trinken? Eine Apfelschorle, bitte. Das haben wir leider nicht. Sie haben keinen Apfelsaft mit Mineralwasser? Apfelsaft gespritzt. Kommt sofort. Servus. Ich hätte gerne extra Wurstsemmel, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Was haben Sie gerade gesagt? Ah, ja, Deutsch. Semmel mit extra Wurst? Entschuldigen Sie bitte, ich weiß leider nicht, was Sie meinen. Oh mein, dann google ich das jetzt heute. Das ist doch Chance. Ein Brötchen mit Leone. Kommt sofort. Ja, danke. Hey, du bist nur beim Einkaufen, oder? Hey, ja, bin ich. Wieso? Ja, super, ich brauche bitte nur Schwammerl. Konntest du mal bitte welche mitbringen? Die müssen auch wirklich alles verniedlichen, oder? Schwammerl. Klar, kann ich machen. Super, danke. Bussi, Baba. Bis deine Antenne. Hey. Na? Ach, servus. Das ging ja schnell. Hey, bitte. Ja, mein danke, gell? Schwämme. Schwammerl ist was zum Essen. Wirklich jetzt? Wir haben sowieso verkackt. Heute ist Halloween. Und wir haben nicht einmal Zucker daheim. Nee, also Zucker ist noch da, habe ich gesehen. Kannst du mir bitte einen Topfen mitbringen? Ich habe gar keinen Topfen mehr daheim. Hey, ich habe dir deinen Topf mitgebracht. Ist was? Ich wollte doch nur einen Topfen und keinen Topf. Ich hab doch nur Deb daheim. Na, hast nicht. Aber leid und alles gut. Ihr war ein Topfen dabei. Zufällig. Wieso hat sie Quark in ihrer Handtasche? Aber das ist doch Quark. Quark. Quark! Bist gleich der Frosch, oder was? Quark. Ich bin raus. Servus, was wollen Sie denn bestellen? Ja, hallo, ich hätte gern bitte einmal diesen Palatschinken. Palatschinken. Okay, danke schön. Kommt dann gleich. Ach, das ging ja schnell. Hä? Aber das ist doch nur ein oller Pfannkuchen. Ich dachte, das wäre so ein Schinken. Dann bringe ich einen heute einen Schinken. Warten Sie mal kurz, diesen Eierkuchen hier, den können Sie auch gerne mir geben. Hey du, wir haben doch in der ersten Stunde halt Sport, oder? Ja, wieso? Konntest du mal bitte ein Leiball mitbringen, du bist nur daheim, oder? Weil wollen ihr jetzt nur mal heim rennen, dann komm ich spart. Die Arme hatte wohl keine Zeit zum Frühstücken. Okay. Danke, so lieb von dir. Klar, gerne. Ciao. Die sagen Leiball statt Leibbrot? Die Ösi sind doch ein komisches Volk. Hi, hast du mehr Leiball dabei? Na klaro, ey, ich könnte auch nie ohne Frühstück leben, ne? Was guckst du denn so? Du hast doch gesagt, du willst ein Stück Leibbrot. Oder? Ein Leiball. Ich sag Gewand. Gewand? Das hört sich voll mittelalterlich an. Man gebe mir mein Gewand, holde Maid. Weißt was? Ich hab's mit so nur Patschen dabei. Ich werd mir einfach krank. Was sind Latschen? Desto! Und? Was machst du heute noch so? Also, ich gehe dann nur vom Perchtenlauf und du? Was für ein Lauf? Was ist das? Dein Ernst? Du kennst keinen Perchtenlauf nicht? Nein. Kruzifix.
Ja, das sind halt so Menschen mit so ganz greislichen Masken und die schlagen halt Leid. Was? Das ist ja fast schon wie im Film The Purge. Na, bei uns ist das einfach so ein Brauch. Aber ist das nicht eigentlich Körperverletzung? Das weiß man ja schon vorher, wenn man da hingeht. Zack, die. Leute gehen da freiwillig hin. Ja. Alter, ihr habt letztens sau viel blaue Flecken gehabt. Das ist Körperverletzung. Ich hätte einfach gesagt, Anzeige ist raus. Hey du, geh mal heute fort. Wie war's nochmal? Was willst du machen? Ah, stimmt, Deutsch. Fortgehen. Wollen wir fortgehen? Fortgehen? Wieso denn fortgehen? Willst du auswandern? Warum? Ich will hier bleiben. Ich hatte nicht vor, fortzugehen. Euer Geherst. In einen Club gehen, tanzen, Alkohol trinken. Weißt, was ich meine? Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Feiern gehen, oder? Mensch, ich hab zwar keinen Grund zum Feiern, aber dann gehen wir halt feiern. Mir wurscht. Aber das ist doch nur ein oller Pfannkuchen. Warten Sie mal kurz, diesen Eierkuchen hier, den können Sie auch gerne mir geben. Dann kriegen Sie heute ein Palatschinken. Ja, mein Grutze fix. Jeder weiß, dass das ein Pfannkuchen ist. Great, Sakriti. Moment mal, Freundchen. Ich hab nen Pfannkuchen. Das hier. Sag einmal, haben's dir ins Gehirn geschissen? Das ist ein Kropfen. Mei. Wieso hat die Eure einen Kropfen in ihrer Duschen? Nee, das ist ein Berliner. Nee, ich bin ein Berliner. Na, das nennt man Saupreis. Wisst's was? Bedient's euch einfach selbst. Sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht. Anzeige ist raus. Alter, hoffentlich geht die ran. Hi. Hallo, was gibt's denn? Hey, bitte sag, du bist nur im Einkaufen. Ja, das bin ich noch. Warum? Super, kannst du mir bitte einen Topfen mitbringen? Ich hab gar keinen Topfen mehr daheim. Oh mein Gott, ernsthaft? Das arme Ding hat keine Töpfe mehr zu Hause. Hallo? Ja klar, bring ich dir mit. Haben die hier überhaupt Töpfe? Der wird's wohl tun. Hä? Hast du ein Chick für mich? Was habe ich? Ein Chick? Hä? Willst du mich gerade verarschen? Sehe ich so aus, als wäre ich eine Zuhälterin oder was? Hä? Ich meine das, Alter. Sorry, ich habe kein Gras. Hörst du, Alter, du Glitschen. Ich meine Zigaretten. Glitschen? Ja. Was ist mit Zähneblitschen? Sonst fahren wir einfach und gehen welche kaufen. Ah ja, gute Idee. Du, ich wollte sowieso noch zu Meckes. Hä? Was ist Meckes? Ah ja, Ösi. McDonald's. Mackie. Wenn wir in 10 Minuten losgehen, dann schaffen wir es noch rechtzeitig, oder? Ah ja, das geht sie aus. Nochmal, was? Ah ja, stimmt, Deutsch. Das geht sich aus. Was, was ich mein? Hä, nee. Wie kann sich bitte etwas ausgehen? Geht es dann so lange, bis es aus ist, oder? Na? Das heißt eigentlich nur, dass es ausgeht. Hä, wie kann sich was ausgehen? Kann es sich auch angehen, oder was? Oder bist du deppert? Hast du mich gerade dumm genannt? Ach, Gennadis. Ich denke, du hast mich gerade beleidigt. Anzeige ist raus, Freundchen. Hey, Christi. Na? Doch. Was? Was? Ich verstehe ehrlich gesagt nur Bahnhof. Was war's denn ich, warum du na sagst? Oder die Hund. Hä, weil man das halt so sagt? Außerdem, es heißt der Hund und die Hündin. Artikel, nicht die Hund.
Zettel? Mein Name ist Gertrude. Jonna Nuna nicht. Hä? Ist ja wurscht jetzt. Du hast nur mein Gelee, folgt mir grad ein. Hä, was sollte ich denn mit deiner Marmelade? Denkst du nur an Essen? Nein, eigentlich nicht. Na Wurst, vielleicht brauchst du es ja für dein Leib Brot. Ich muss jetzt los, da drüben ist mein Liebhaber. Ah, er ist der Gspusi? Ja, riecht ja mal schon der Griss aus, gell? Du hast es heute mit dem Namen, ne? Sein Name ist Gerd. Mein Name ist Gertrude. Ich weiß. Schöne Wohnung, ja, ist schön eingerichtet. Danke. Hey, was hast du eigentlich auf dem Kosten? Was ich auf dem Kasten habe? Ja. Gut, also ich spreche Englisch, ein bisschen Französisch, Spanisch kann ich auch. Ja, das ist Org, aber ich habe eigentlich den Kostendogmat. Ach so, das auf dem Schrank da drüben sind Kartoffeln. Hast du mich gerade Oger genannt? Na, Hobby, eigentlich nicht. Und warum hast du da Erdäpfel? Ach so, die, ja, ich habe vorhin so selbstgemachte Chips gemacht. Echt? Der will mal kosten? Oh nein, keine Sorge, das kostet nicht viel. Was?